Hallo und herzlich willkommen zu diesem Video. In diesem Video geht es um Rechnen innerhalb von Dataframes. Für dieses Video habe ich mir sehr wenig für euch vorgenommen, denn es geht tatsächlich nur um Rechnen innerhalb von Dataframes. Lasst uns mal zu RStudio wechseln. Okay, wir sind wieder in RStudio angekommen und ich habe eine Kleinigkeit vorbereitet. Zum Rechnen mit Vektoren innerhalb von Dataframes benötigen wir natürlich einen Dataframe und darin mehrere numerische Vektoren. Also bilden wir zunächst einmal einen Vektor A, der die Elemente 1 bis 5 enthält, einen Vektor B, der die Elemente 10 bis 14 enthält und einen Vektor C, der die Elemente 25 bis 29 enthält. Wir sehen, und das ist sehr wichtig, alle diese Vektoren enthalten 5 Beobachtungen, denn nur wenn das gegeben ist, können wir sie auch in einen Dataframe zusammenbinden, denn die Vektoren müssen gleich lang sein. Das mache ich jetzt mit dem Dataframe-Befehl und binde die Vektoren zusammen. Jetzt habe ich einen Dataframe und wir können einmal einen Blick darauf werfen. So. Hier sehen wir unseren Dataframe mit dem Vektor A, dem Vektor B und dem Vektor C. Was viele Anfänger häufig falsch machen, ist, neue Vektoren zu bilden. Also ein Vektor D zum Beispiel zu bilden und in diesen hineinzurechnen. Das wäre ja jetzt kein Problem. Ich kann auch mit dfdata auf den Dataframe zugreifen und darin auf den Vektor A und eine Berechnung durchführen, dfdata$B, beide addieren und das in einen Vektor D hineinschreiben. Das führe ich einmal durch und tatsächlich, es erscheint ein Vektor D. Nichtsdestotrotz, was soll ich denn mit diesem extra Vektor anfangen? Es ist doch viel geschickter, wenn ich einen zusätzlichen Vektor innerhalb des Dataframes bilde. Und das geht sogar sehr, sehr einfach, indem ich schreibe das einfach davor, df.data$Vektor D anspreche. Den Vektor gibt es aktuell in dem Dataframe ja noch gar nicht, aber der wird jetzt dazu geschrieben. Ich führe das einmal durch. Und tatsächlich, wir sehen hier oben dfdata, 5 Beobachtungen in 4 Variablen. Wir haben also den Dataframe um eine Variable ergänzt. Der Vektor D steht jetzt innerhalb dieses Dataframes. Wir können das auch mit einem Doppelklick uns mal anschauen. Und tatsächlich, rechts wurde der Vektor D angehängt. Was muss ich jetzt tun, um diesen Vektor D wieder aus dem Dataframe zu entfernen, wenn ich den gerne wieder loswerden möchte, dann kann ich den einfach df.data$Vektor D, dann kann ich den einfach null setzen. Ich führe das einmal aus und wir sehen dfdata, 5 observation of 3 variables, nur noch 3 Variablen, der Vektor D ist verschwunden. Jetzt habe ich den Vektor D aber auch hier immer noch als Vektor stehen. Wie werde ich denn den los? Das kann ich mittels rm machen, also rm wie remove und den Vektor D aus dem Speicher entfernen. Und so ist auch der Vektor D nun verschwunden. Ja, ich danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Video.